Dr. Carsten Nowak ist Leiter eines ganz besonderen Fachgebiets am Senckenberg-Forschungsinstitut. Es geht um Naturschutzgenetik. Gemeinsam mit Christoph Schenk, dem Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, und Axel Gomille, einem Wildlife-Fotografen und Filmemacher, möchte er die Gesellschaft für ein friedvolles Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf sensibilisieren. Denn momentan findet man den Vorfahren unseres Hundes in Deutschland nur in der Lausitz sowie der Lüneburger Heide. Doch das wird vermutlich nicht so bleiben. Man kann davon ausgehen, Wölfe könnten potenziell in vielen Landschaften Deutschlands leben. Wir haben hier in Hessen, auch rund ums Rhein-Main-Gebiet rum, zahlreiche wildreiche Wälder und Naturflächen. Und es kann sehr gut sein, dass sich dort in den nächsten Jahren auch Wölfe, auch Rudel ansiedeln werden. Angst haben muss man laut Carsten Nowak aber nicht. Denn entgegen vieler Annahmen greifen Wölfe uns Menschen nicht ohne Grund an. Sollte man irgendwann dennoch in diese höchst unwahrscheinliche Situation kommen, dann hat der Wissenschaftler einen Tipp. Sie werden den Wolf höchstwahrscheinlich gar nicht sehen, deswegen müssten Sie sich auch nicht darauf vorbereiten. Wenn es doch mal zu einer Begegnung kommen würde, dann empfiehlt man eigentlich, auf sich aufmerksam zu machen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Wolf einen gar nicht gemerkt hat, laut schreien, in die Hände klatschen und dann sollte sich das Problem erledigt haben. Doch auch wenn wir Menschen kaum bemerken werden, wenn sich ein neuer Waldbewohner ansiedelt, die anderen Tiere wird das auf jeden Fall beeinflussen. Für einige Wildtiere bedeutet das Auftreten des Wolfes, dass sie einen weiteren Prädator haben, also einen Feind. Bisher ist es dann meist der Mensch, der Rehe und Hirsche erlegt. Jetzt kommt der Wolf hinzu. Trotzdem werden die Bestände nicht signifikant sinken höchstwahrscheinlich, denn wir haben sehr, sehr hohe Wildbestände. Nur einige Nutztierarten sind durchaus gefährdet, wie zum Beispiel die Schafe. Wenn die nicht geschützt werden durch Elektrozäune, dann lernen das Wölfe relativ schnell. Und dieser Konflikt Schafe und Wölfe, der ist ein sehr alter. Wir kriegen den in Deutschland allerdings eigentlich gut in den Griff, denn in den meisten Regionen wird das finanziell gefördert, dass man Elektrozäune sich anschaffen kann oder Herdenschutzhunde, die die Herde bewachen. Und mit diesen Schutzvorkehrungen sollte einem harmonischen Zusammenleben von Mensch und Wolf nichts mehr im Wege stehen.